Und wenn er sagt, er will seinen Finger hineinlegen in die Wundmale, da kann ich nicht sagen, ich lege den Finger in eine visionäre Erscheinung hinein. Das sind einfach Dinge, die sich von diesen Bibelstellen her nicht ableiten lassen. Es sind handfeste Berührungen. Es ist die Rede vom Fleisch und Knochen, das ist nicht Vision. Und da möchte ich eines einmal kurz zitieren. Papst Johannes Paul II. Hat in einer seiner Ansprachen in Rom am 1. Februar 1989 eine ganz klare Erklärung abgegeben. Und die möchte ich Ihnen gerne vorlesen, weil diese Aussage fasst das ganze Problem wunderbar zusammen. Johannes Paul II. Sagt: Aus diesen Quellen geht hervor, dass der Glaube an die Auferstehung von Anfang an eine Überzeugung ist, die auf einer Tatsache, einem wirklichen Geschehen und nicht auf einem Mythos oder einer Vorstellung, einer Idee beruhte, die von den Aposteln erfunden oder von der in Jerusalem um die Apostel gescharten nachösterlichen Gemeinschaft erzeugt wurde. Also das ist Klartext. Er sagt, dass die Auferstehung von Anfang an eine Überzeugung ist, die auf einer Tatsache, auf einem Faktum, einem wirklichen Geschehen und nicht auf einem Mythos oder einer Vorstellung, einer Idee beruht, die die Apostel erfunden haben oder die nachösterliche Gemeinde erzeugt hat. Johannes Paul II. Hat immer wieder von Theologen erfahren, die die Auferstehung auf alle möglichen Arten interpretiert haben, bis zum Schluss von dieser Auferstehung nichts mehr übrig geblieben ist. Und da hat sich dieser Papst, der immer Klartext gesprochen hat, einmal wirklich bewogen gefühlt, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Er spricht von einer Überzeugung, die auf einer Tatsache aufbaut und nicht auf einem Mythos, nicht auf einer Vorstellung und nicht auf einer Idee, die von irgendwelchen Leuten erfunden wurde. Ein letzter Punkt. Wir fragen uns noch, welche Bedeutung hat eigentlich die Auferstehung? Die Auferstehung hat eine dreifache Bedeutung. Zunächst einmal ist die Auferstehung eine Bestätigung der Gottheit Jesu Christi. Warum? Die Auferstehung zeigt, dass der Tod nicht imstande war, Jesus festzuhalten. Jesus Christus hat den Tod überwunden und er ist damit stärker als der Tod. Aber es ist nur einer stärker als der Tod, nämlich Gott. Also das Erste, die Auferstehung bestätigt uns definitiv die Gottheit Jesu Christi, weil er stärker ist als der Tod. Er ist der Herr des Todes. Das Zweite, die Auferstehung ist auch die Bestätigung für die Erlösung. Warum? Die Auferstehung zeigt, dass Jesus die Folge der Sünde, nämlich den Tod, überwunden hat. Wir erinnern uns. Im Buch Genesis heißt es, wenn ihr von diesem Baum esst und so weiter, dann werdet ihr sterben. Die letzte Konsequenz der Sünde ist der Tod. Wenn nun jemand den Tod überwindet, dann überwindet er auch die Ursache dieses Todes, nämlich die Sünde. Und damit wird gezeigt, dass der Kreuzestod auch die Erlösung von der Sünde und vom Tod gebracht hat. Und eine letzte Bedeutung, die Auferstehung ist ein Hinweis auf die Auferstehung der Toten. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann wird auch der Mensch von den Toten auferstehen. Paulus sagt es einmal ganz klar, er ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene, der von den Toten aufersteht. Und so wie Jesus aufersteht, so wird auch unser Leib
einmal auferstehen. Das ist ja für uns immer etwas vom Schwierigsten überhaupt. Da heißt es, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Was heißt denn das? Die Seele lebt nach dem Tod des Leibes weiter. Aber da heißt es ja, dass auch der Leib hineingenommen wird. Früher hat es geheißen, die Auferstehung des Fleisches, das war deutlicher. Worauf gründet sich denn dieser Glaube, den wir jedes Mal beim Glaubensbekenntnis wieder betonen? Auf der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus von den Toten aufersteht, dann werden wir, die wir mit ihm verbunden sind, auch eine Auferstehung erleben. Wie das geschehen wird, das können wir uns nicht vorstellen. Aber dass es geschehen wird, das wissen wir aufgrund dessen, dass Jesus auferstanden ist. Wir sehen also, dass die Auferstehung für unseren Glauben von großer Bedeutung ist. Sie hat eine dreifache Bedeutung. Sie bestätigt die Gottheit Jesu Christi, sie bestätigt die Erlösung und sie ist auch das Fundament für unseren Glauben an die Auferstehung des Leibes am Ende der Zeiten. Fassen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt versucht, die Auferstehung Jesu einmal genauer zu untersuchen. Wir haben die Schriften kennengelernt. Wir haben gemerkt, wie hier Jesus mehrmals versucht, die Jünger zu überzeugen. Es waren keine leichtgläubigen Männer, sondern die haben sich Gedanken gemacht, die wollten das überprüfen, die waren kritisch. Und dann gelangen sie zur Überzeugung. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wir haben dann gehört, wie sie Zeugnis ablegen für ihn. Wir haben aber auch gehört, wie man heute mit Hilfe einer modernen Naturwissenschaft einen Zugang finden kann zur Auferstehung. Wir haben heute vielleicht mehr Möglichkeiten, an die Auferstehung zu glauben als früher. Und was bedeutet jetzt Auferstehung für uns, liebe Freunde? Auferstehung bedeutet, dass der Tod nicht das Letzte ist. Dass der Tod besiegt wird. Und dass uns ein ewiges Leben geschenkt wird. Die Auferstehung ist nämlich genau die Antwort auf die letzte Frage. Ist mit dem Tod alles aus, ja oder nein? Und da kriegen wir von Christus die Antwort, aber auch die Bestätigung durch die Auferstehung, der Tod ist nicht das Letzte. Halleluja! Ich hatte als junger Student oft meine Schwierigkeiten, wie ich den Sinn des Lebens gesucht habe, weil ich mir gedacht habe, mit dem Tod ist dann alles zu Ende. Wozu lebe ich? Wozu bemühe ich mich? Wozu setze ich mich ein, wenn dann alles zu Ende ist? Und da habe ich gesucht. Und ich kann mich erinnern, ich habe Philosophie studiert, genau mit der Absicht, ist mit dem Tod alles aus, ja oder nein? Und dann habe ich diese Stellen einmal aufmerksam gelesen und da habe ich plötzlich gemerkt, da wird mir eine Tür geöffnet. Aber bitte, die Auferstehung hat auch Konsequenzen. Wenn wir auferstehen, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann müssen wir auch so leben, dass wir wirklich in diese neue Welt eintreten können. Auferstehung verpflichtet. Wir können dann nicht mit diesen Schwächen, mit diesen Sünden, mit dieser Oberflächlichkeit in diese neue Welt eintreten. Wir müssen uns bemühen, dass wir wirklich der Auferstehung würdig sind. Und wir müssen Christus nachfolgen. Er ist der Auferstandene. Und wir sollen auch auferstehen. Das ist der letzte Auftrag und der letzte Sinn unseres Lebens. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mit der Auferstehung beschäftigen, denn dann bekommt unser Leben einen letzten Sinn und ein letztes Glück. Und das würde ich Ihnen allen von Herzen wünschen. Herzlichen Dank.